Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3309-1003. Hallo, meine lieben Elite Dangerous-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aktuell stehe ich hier auf der Angus Manwaring-Station im ETA Cassiopeia-System, wo ja noch aktuell ein Community-Event läuft, wo es darum geht, gescannte Daten von Ammoniakwelten abzugeben, um dort, je nachdem, wie der Grad gerade steht, bis zu einer vierfachen Prämie zu kassieren. Dort hatte ich ja bereits schon am Anfang, als der Event begann, ein bisschen was gearbeitet. Danach bin ich zum Eurybia-System geflogen, um dort einige Missionen zu machen, zwecks Rufsteigerung bei der Eurybia Blue Mafia Fraktion, weil ich möchte zu Liz Ryder, einer Ingenieurin, die mir hoffentlich meine Schwarmraketenwerfer dann ein bisschen ausrüsten kann. Nachdem ich die drei Missionen dort erledigt hatte, war der Ruf auf freundlich gestiegen und eigentlich alles soweit okay. In der Zwischenzeit dachte ich mir, da der Event ja hier noch läuft, machen wir mal einen kleinen Abstecher und habe mir genau, wie ich es in meinem Tutorial gezeigt habe, über die Route of Riches eine Route geplant von Eurybia hierher in das ETA Cassiopeia-System und hatte mir 10 Systeme rauspicken lassen. Und die bin ich danach angeflogen, habe die entsprechenden Ammoniakwelten gescannt und einige andere Dinge noch zusätzlich auch mitgescannt. Zusätzlich bin ich auch auf 3 Planeten heruntergegangen und habe dort ein paar biologische Daten gesampelt. Ja, und die möchte ich nun als erstes mal hier bei Vista Genomics abgeben. Willkommen bei Vista Genomics. Hallöchen, Marin, ich habe was Feines für dich. Ich hoffe, dass Sie organische Daten anbieten können. Ja, sonst wäre ich ja wohl nicht bei dir, ne? Unsere Wissenschaftler schätzen neue Daten. Ja, ich auch. Ja, und schaut her, die gesamte Summe bei lächerlichen 3 Planeten, wo ich mal runtergegangen bin, hat sich schon wieder auf 41 Millionen summiert. Schauen wir uns doch mal an, was es hier Feines gibt. Das ist ja immer wieder spannend herauszufinden. Ich meine, es gibt natürlich externe Tools, wo man das nachgucken kann. Klar, weiß ich. Aber so ein bisschen Überraschungseffekt, den lasse ich gerne noch bei mir gelten. Und guck mir das dann lieber hier direkt an, was ich denn Feines bekomme. Ja, Stratum, wie ihr seht. Stratum gibt es wie bei vielen anderen Sachen in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Stratum Paleas Lime bringt halt nur 1,3 Millionen. Na gut, ich will jetzt nicht meckern, aber es gibt eben Stratum-Varianten, Tektonias oder so ähnlich heißt die. Das sind so etwas dickere Knubbel, die sehen auch ähnlich aus wie die hier, aber die bringen über 19 Millionen. Und wenn man das dann noch mit dem fünffachen Erstbesteigungsbonus, wenn er auf so einem Planeten draußen außerhalb der Bubble runtergeht und so etwas findet, multipliziert, dann kommt er schon fast auf 100 Millionen bei einer einzigen Probe. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Das ist auch Geld. Was interessant war, muss ich gestehen, waren die hier, Aloida Coronamus Türkis, die bringen immerhin 6,2 Millionen. Das ist ordentlich. Hingegen Bacterium Aurasus, das ist so ein Standardbakterium, aber da gibt es auch andere, die mehr bringen. Es ist nicht so, dass jedes Bakterium nur und ausschließlich 1 Million abwirft. Es gibt auch andere. Dieses hier ist, wie gesagt, eins von denen. Okay, das verkaufen wir doch. Zack, weg damit. Dann gucken wir uns das nächste, billigere an. Hier habe ich auch nur eine Probe gesammelt, fand ich aber trotzdem interessant. Fonticulua digitos amethyst, immerhin 1,8 Millionen. Kann man auch mitleben. Verkaufen wir ebenfalls. So, hier ist doch der Erstentdeckungsbonus mit dabei. Ah, interessant, das wusste ich gar nicht mehr. Deswegen bin ich da auch runter, jetzt erinnere ich mich wieder.
Das kann man ja vorher gucken in der Systemkarte, ob dort schon jemand heruntergegangen ist. Es gibt ja immer die drei verschiedenen Entdeckungsarten. Die erste Entdeckung durch Scannen, dann die erste Detailoberflächenscannung, das ist auch eine eigenständige Rubrik. Und natürlich, wenn ihr dort einmal runtergeflogen seid und ausgestiegen seid, dann bekommt ihr noch den Entdeckungsbonus dazu. Das ist immer ein Mehrfaches des Wertes der jeweiligen Probe. Also bei Stratus Tectonias 19 Millionen mal entsprechend gibt dann circa so 70 Millionen. Und hier ist es auch ganz ordentlich, ne? Das wird aber dann immer erst auch angezeigt, wenn er es tatsächlich auch verkauft. Okay, machen wir. Und dann gucken wir uns den absoluten Knaller an. Das war ein Planet, ich glaube, da gab es insgesamt 7 Proben. Davon habe ich aber nur 5 eingesammelt, weil das andere war noch ein Bakterium und noch irgendwas nicht so Interessantes. Richtig gut ist zum Beispiel Osseos. Aber auch da, müsst ihr gucken, gibt es wieder verschiedene Typen. Das sind diese großen Platschen, die sehen auch sehr imposant aus. Die bringen immerhin 9,7 Millionen pro Probe. Genauso hier, Glypheus, auch interessant, sieht auch spannend aus, gibt auch eine Menge. Da haben wir wieder unser Standardbakterium, Tussock, man glaubt es nicht, das einfache Pflänzchen. Das zum Beispiel gerade diese Sorte hier, ne, die wirft immerhin auch 7,7 Millionen ab. Was nicht ganz so super ist, ist Cactuida, aber wie gesagt 3,6 Millionen. Das Ganze summiert sich aber trotzdem auf immerhin 30,5 Millionen. Nehmen wir doch gerne mit. Alles klar. Haben Sie noch was anderes? Nicht im Moment. Vielleicht gucke ich noch mal vorbei. Später irgendwann mal schauen. Also, mach's gut. Danke, dass Sie unserer Forschung weitergeholfen haben. Immer gerne. So, das wollte ich auf jeden Fall erstmal loswerden. Dann gehen wir als nächstes ins Schiff. Denn die anderen Daten, die wesentlichen Daten, warum ich diese Tour überhaupt nur gemacht habe, aber alleine für die paar biologischen Samples hat sich schon gelohnt, inklusive eines Erstbesteigungsbonus eines Planeten, fand ich toll. Erstbetretung natürlich, ganz klar, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Das ist immer sehr, sehr lohnenswert. So, die Daten von Universal Cartographics können wir ja dummerweise nur im Schiff abgeben. Dann machen wir das. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns mal kurz an, wie hier Stand der Dinge ist. Naja, hier steht es also kurz vor der Stufe 2. Allerdings sind wir schon in der zweiten Woche. Und soweit ich mich erinnern kann, war das hier unten. Wenn wir in der Stufe 3 nach 2 Wochen erreicht hätten, dann gäbe es hier die dreifache Auszahlung. Aber diese Auszeichnung und Auszahlung... Ich kann mich da an irgendeinen Kommentar erinnern, der da reingeschrieben hat, dass das immer erst am Ende bezahlt wird. Das bezieht sich aber doch wohl nur hier auf diese entsprechenden Auszeichnungen. Je nachdem, wo man persönlich am Ende dieses Events rauskommt, bekommt man, wenn man dann das hier abgibt, zusätzlich diese jeweilige Belohnung. Diese Belohnungen hier, die beziehen sich aber meiner Meinung nach auf sofortige Auszahlung bei Universal Cartographics und sind abhängig davon, wie hier der Balken steht bei Abgabe der entsprechenden Daten. Aber ihr könnt mich ja gerne aufklären, wenn ich da falsch liege. Meine Vorstellung wäre so, das hier gibt es gleich, abhängig davon, wie hier der Balken steht. Das hier natürlich nur und ausschließlich am Ende des Events. Okay, so, gucken wir nochmal. Seit dem letzten Mal hat sich natürlich nichts mehr getan. Das haben wir ja noch gemeinsam gemacht. Da waren es 9 Berichte. Vorher waren es 3. 2 Planeten im Detailscan habe ich abgegeben. Gab es 6 Berichte dazu. Dann schauen wir mal, wie das jetzt gleich aussieht, wenn wir nun unsere Daten hier verkaufen. Und ihr seht, hier gibt es auch einiges zu verdienen. Schauen wir uns doch einfach mal so ein paar Daten mal an, wie es denn so aussieht. Hier zum Beispiel gab es einmal eine Wasserwelt, war jetzt nicht gerade besonders hoch dotiert, und zusätzlich eine Ammoniakwelt, die hier mit 794 ausgewiesen wurde. Das können wir auf jeden Fall schon mal verkaufen. Machen wir. Dann gucken wir uns noch einen ähnlichen an, wo wir auch noch entsprechend was drin haben. Mal gucken. Hier haben wir auch eine Ammoniakwelt im Detail gescannt. Die bringt zum Beispiel 856.000. Ist also, wie ihr seht, nicht immer identisch. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir zum Beispiel nur eine Wasserwelt, gar keine Ammoniakwelt. Und diese Wasserwelt bringt alleine schon 1,4 Millionen. Natürlich im Detail gescannt.
Man kann also nicht davon ausgehen, dass das irgendeine Regel gibt im Großen und Ganzen, sondern das hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab. Einmal wohl, so glaube ich jedenfalls, von der Entfernung des Systems selber, also beziehungsweise der Welt von der Sonne im System, wie weit er fliegen müsst, wie groß die ist und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel gibt es 910.000, wieder ein unterschiedlicher Wert. Also alles irgendwie anders. Noch einen. Hier habe ich zum Beispiel nur Planeten mit hochwertigen Metallen gescannt. Wahrscheinlich waren die terraformierbar, sonst hätte ich sie nicht gescannt im Detail. Und auch da gibt es gewaltige Unterschiede. Ist also wirklich ganz, ganz verschieden. Hier ist wieder eine Ammoniakwelt mit 875.000. Ja, und so geht das halt weiter, ne? Verkaufen wir sie einfach mal. So, dann nochmal ein Blick, wie sich das jetzt darstellt. Mal gucken. Na, immerhin, ne? Jetzt haben wir doch schon 39 Berichte. Wird natürlich hier nicht so das meiste ausmachen, ist klar. Bei 155.000 Berichten machen sich ein paar wenige hier kaum bemerkbar. Also ich denke mal, da wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, die Stufe 2 erklommen werden bis zum Ende des Events. Aber die Stufe 2 zählt natürlich in der zweiten Woche wohl nicht mehr. Es sei denn, es bleibt bei der doppelten Auszahlung und es wird dann einfach nur noch hier oben eine dreifache Stufe draufgesetzt. Aber naja, ist egal. Es bringt auf jeden Fall etwas an Geld, das steht fest. Und man kann solche kleinen Routen, wenn man mal so 10 Systeme, wie ich das eben gerade gemacht habe, anfliegt, dazu nutzen, mal locker eben, wie ihr gesehen habt, 60, 70 Millionen zu verdienen und gleichzeitig für den Erkundungsrang in beiden Richtungen etwas zu tun. Denn für die Planeten-Scans wird der Erkundungsrang oben rechts hochgesetzt und für die entsprechenden biologischen Sachen ja unten rechts, der bei mir jetzt bei Systematiker steht. Also da habe ich schon ein bisschen was erledigt. So, nun kommen wir aber wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zu Liz Ryder und dem, was notwendig ist. Wir machen jetzt einfach mal hier einen Sprung in das Eurybia-System. Das ist natürlich die falsche Karte. Ich wollte die galaktische Karte natürlich haben. Dort parkt ja nach wie vor mein Carrier. Deswegen kann ich hier über die Lesezeichen direkt eine Route planen zum Carrier. Das finde ich ja wirklich toll, dass das automatisch immer gerendert wird. Und das sind mal eben ganz locker 2 Sprünge. Das machen wir jetzt gemeinsam. Dort werde ich das Schiff wechseln. Steige dann wieder in meine Cutter, in die große, und packe 200 Landminen ein, die bereits in meinem Carrier lagern. Die muss ich ja Liz Ryder mitbringen. Aber mir fällt gerade noch was ein. Das habe ich ja noch gar nicht erledigt. Deswegen müssen wir vielleicht noch mal kurz umdisponieren. Und gar nicht direkt zum Carrier fliegen, sondern nochmal auf die Station. Und Frameshift. Federal Flight Control now offline. Hope to see you again, Commander. Wumms. Da machen wir mal kurz einen Scan hier. Sieht ja wunderschön aus. Naja, 2 Himmelskörper ist natürlich jetzt nicht viel. Hoffentlich fliege ich jetzt nicht gleich hier raus. Mal gucken, wie weit der weg ist. Ach, mit 49,3 Lichtjahren schaffen wir das, ohne dass wir uns am Schweif aufladen müssen. Und Frameshift. Zack, schon sind wir angekommen. So, jetzt kurze Planänderung. Bevor ich mich wieder auf den Carrier mache, fliege ich natürlich erstmal hier diese Station nochmal an, die Ivira Flirbel. Denn mir fehlt ja immer noch die Einladung für Liz Ryder. Da bin ich auch erst von einer irrigen Annahme ausgegangen, dass wenn ich den Ruf soweit hochgetrieben habe, ich automatisch oben, wie das ansonsten so normal läuft, eine Einladung hier bei den E-Mails habe. Aber ich habe da nur eine Einladung von Bill Turner und nicht von Liz Ryder.
Und ich dachte, da oben käme dann auch eine entsprechende Einladung, wenn ich die Bedingungen erfüllt habe. Und das habe ich inzwischen mal nachgeguckt. Ich muss nicht den Verbündetstatus haben, sondern freundlich reicht völlig aus als Ruf. Ja, und den habe ich eigentlich erreicht. Und wo kriege ich also jetzt die Einladung her? Wenn ich sie also nicht in den E-Mails bekomme, dann gibt es eigentlich nur noch eine einzige andere Option. Und die heißt, ich muss am schwarzen Brett im Schiff, nicht auf der Station unten, sondern direkt im Schiff, gucken, ob diese Fraktion mir einen besonderen Auftrag vielleicht gibt, als eine Mission. So eine, die mit so einem Kettensymbol versehen ist. Das wäre dann noch die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, um eine solche Einladung für Liz Ryder zu bekommen. Das wollen wir jetzt mal überprüfen, ob das stimmt. Den Eingang haben wir uns hingelegt, bin jetzt auch extra mal ein bisschen langsamer geflogen, weil ich ja am Quatschen bin. Und wie heißt das so schön? Learning by doing, ne? Ray, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, es wirklich professionell, schnell, optional anzufliegen und zu quatschen, dann musst du halt ein bisschen Speed rausnehmen. Entweder beim Quatschen oder beim Fliegen. Eins von beiden. Ne? So, aber wir nähern uns. Bisschen mehr Power geht schon noch, glaube ich. Ne? Wir müssen uns einfach nur drauf konzentrieren. 6, 5, das ist genug. Nicht mehr. Oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder zu schnell. Könnte aber reichen. Wenn er jetzt nicht wieder Bockmist macht. Und ja, yeah, jetzt hat er es geschnallt. Diesmal hat er es kapiert. Hotas, ich habe dich mal geölt. Hat ja scheinbar was genutzt. So, dann bitte einmal Kontakte. Landeplatz 12. Ja, ich weiß, da unten gibt es ein Radar, einen punktenweisen, der mir schon genau zeigt, wo der Landeplatz ist, ist mir alles klar. Trotzdem habe ich immer wieder das Problem, wenn ich hier reinfliege. Wo ist dieses Ding? Aber diesmal habe ich Glück und ich sehe ihn schon. Toll. Mal nicht direkt hinterm Schlitz, ein bisschen weiter weg. Das ist doch mal herrlich. Gut. Okidoki. So, na also, geht doch. Dann überprüfen wir das mal. Gehen wir in die Sternenhafendienste und gehen ins schwarze Brett. Hier hin. Einmal nur den Filter auf die Eurybia Blue Mafia und dann können wir uns alle Aufträge angucken. Ja, also, da ist er doch. Seht ihr? Auftrag Ingenieureinladung. Genau den habe ich gesucht. Bedrohungsstufe 0. Liefern Sie Daten nach bla 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 im Da und Da System. Und das ist mal eben nur locker 227.000 Lichtsekunden weg in dem System. Dafür kriegen wir dann endlich unsere Freischaltung. Ja, dann machen wir das. Nehmen wir die Mission doch mal an, bitteschön. Alles klar. Und damit es für euch nicht ganz so langweilig wird, mache ich den Flug dahin, bis kurz vorher natürlich, offline und melde mich, wenn ich kurz davor stehe. Bis gleich! Ja, Schande über Ray, Schande über Ray. Leider ist die letzte Sequenz nichts geworden von der Aufnahme, da ich vergessen hatte, meinen Mischpult anzuschalten. Aber naja, ist nicht viel passiert. Ich bin also auf der Station da gelandet, hab ordnungsgemäß meine Daten abgegeben und just genau in dem Moment bekam ich hier oben eine Einladung, von der ich vorhin schon sprach. Liz Ryder hat mich eingeladen. Und genau das machen wir jetzt, bevor ich da allerdings hinfliege. Denn sie befindet sich im Eurybia-System, genau da, wo auch mein Carrier ist. Fliegen wir zunächst mal den Carrier an und dann wechseln wir das Schiff. Ich steige dann direkt in meine Cutter, lade 200 Landminen ein, die ich bereits im Lager meiner Poseidon habe. Die brauche ich für Liz Ryder. Können wir uns ja hier nochmal kurz angucken. Lizzie, wo bist du? Komm, zeig dich. Da haben wir sie doch. Okay. Die sitzt also tatsächlich ebenfalls hier im Eurybia-System. Zwei der drei Bedingungen haben wir erledigt. Allgemein bekannt. Und bei der Eurybia Blue Mafia
habe ich nun Zugang bekommen. Diesen Eintrag übrigens, beziehungsweise diese Spezialmission mit diesem Kettensymbol hinten dran, bekommt er automatisch, sobald der Ruf auf freundlich steht. Ihr müsst also nicht bis verbündet gehen, sondern freundlich reicht, dann gibt's den Auftrag. Und sobald er den erledigt hat, bekommt er auch die E-Mail. Nun müssen wir halt noch die 200 Tonnen Landminen dahin bringen. Und dann sind wir hoffentlich glücklich. So, inzwischen haben wir uns ja hier angenähert. Und dann machen wir das kleine Tauschgeschäft. Bevor wir allerdings losfliegen, baue ich mir in meine Cutter noch meine beiden Schwarmraketenwerfer ein, die ich ja gekauft habe, die noch vollkommen jugfräulich sind und ich sie auch tatsächlich bisher noch überhaupt gar nicht ausprobiert habe. Die werde ich komplett durchpimpen bis Grad 5 inklusive zwei verschiedener experimenteller Effekte. Also nicht die gleichen experimentellen Effekt auf die beiden, sondern jeder Schwarmwerfer bekommt einen eigenen experimentellen Effekt. Das zeige ich euch aber, wenn wir dann da sind. Erstmal müssen wir hier mal landen und unser Schiffchen tauschen. Jetzt bin ich wieder zu schnell, das ist klar. Der Ray und sein Fliegen. Naja, ne? Ist halt ein alter Mann. Kriegt das nicht mehr so richtig auf die Reihe. Raucht immer wie sie. Ich weiß, es gibt diverse Tricks, mit denen man das machen kann. Beschleunigt auch da anfliegen und so weiter und so weiter. Ich bin aber einer vom alten Schlage und mache das lieber echt händisch. Auch wenn ich oft mal daneben düse. So. Zack. Das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Diesmal bin ich gut rausgekommen. Jo, Madeleine, danke dir. Ich gehe mal davon aus, dass die 14 da rechts ist. Da gibt es ja eine ähnliche Logik, was die Landeplätze angeht, wie in den Stationen. Irgendwann werde ich es bestimmt begriffen haben und lernen und auch ganz automatisch wissen. Da hoffe ich immer noch drauf, dass es irgendwann intuitiv direkt klar ist, wo ich hin muss und nicht immer erst gucken muss. Oh, das wird noch ein bisschen dauern, schätze ich. So, mein gutes Schiffchen. Schon sind wir wieder da. Carrier-Dienste, Dankeschön. Erweiterte Wartung. Ordentlich sauber machen. Das ist gut. Dann einmal Werft. Da brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu machen, außer uns das Schiffchen hier direkt rauszusuchen. Genau. Cutter. ZM. Dann als nächstes, wenn der Hotas mitspielt, gehen wir mal hier oben in die ins Inventar. Und zwar da oben hin, Transfer. Ist ein bisschen verzwickt. Und dann laden wir uns mal unsere 200 Landminen, die wir uns ja schon lange besorgt hatten, in die Cutter. So, alles klar, Transfer bestätigen. Erste gesagt. Dann gehen wir als nächstes in die Ausstattung und in die Aufhängungen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wo sind die Raketen? Da sind die Raketen. Wir brauchen die hier, Schwarmraketenwerfer. Hier gelagert. Ausrüsten. Zeig mal her, die guten Stücke. Die gibt es ja nur in Klasse 2. Also die Modulgröße für diese Schwarmraketenwerfer, die ist immer festgelegt auf diese Größe 2. Aber die finde ich trotzdem in Ordnung. Die brauchen halt ein bisschen Strom, das ist klar. Halt, ich wollte mal gucken, was können die so? Achso, die haben ja noch keine Modifikation. Maximale Munition, 120 Raketen und der Munitionsclip ist die Größe 12. Und davon werden jeweils pro Schuss, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, gleich 4 Raketen auf einmal losgeschickt, die eine chaotische Flugbahn nach sich ziehen. Deswegen sollte man möglichst weit weg vom Ziel sein, sonst sind sie eigentlich nicht richtig effizient. Ja, Masse 4 Tonnen, das sehen wir ja dann, was da passiert, wenn wir die entsprechend aufrüsten. Das hätte man. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wo die gute
Dame zu finden ist, müsste ja jetzt theoretisch hier auch angezeigt werden. Genau, da. Hier auf dem Planeten. Gucken wir mal. Demolition Unlimited. Hört sich interessant an. Okay. Programmieren wir jetzt. Alles klar. Lizzie, wir kommen. Sieht aber nett aus hier mit dem Planeten vor der Nase. Schöner Platz. So, dann geht's ab hier. Naja, 1747 Lichtsekunden. Das ist eine Kleinigkeit, die wir da fliegen müssen. Deswegen einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns. Bis gleich. Im Anflug auf die Demolition Unlimited Station, dem Zuhause von Liz Ryder. Ja, wie sollte es anders sein? Das Ganze spielt sich mal wieder im Dunkeln ab. Aber ich habe ja auch einen Landecomputer dabei. Dann können wir mal zugucken wieder, wie er sich abmüht, wenn er die Cutter auf der Landeplattform absetzen soll. Und ich kann vielleicht wieder mal einen schönen Screenshot schießen. Mal gucken. Licht haben wir jedenfalls schon mal angemacht. Und den Weg müssen wir uns halt jetzt hier runter bahnen. Ja, wie sieht's aus? 0,36 G. Naja, hält sich in Grenzen. Ne? Ist. Wird mehr. Aber. Ja, 0,5, ne? Es wird schon noch mehr. Ach, was wünschte ich mir das doch mal wieder, im Hellen irgendwo runterzukommen. Es ist wirklich ein Krampf. Immer alles im Dusteren. Ja, ist natürlich jetzt wieder ein Unterschied. Da ich ja vorher mit der DBX in der Gegend rumgeflogen bin, die ist natürlich ganz anders im Handling als hier dieser Ömmes, sag ich mal, der große Pott. So, jetzt gleich haben wir die ATR-Zone erreicht. Dann geht's in den Gleitflug. Come on! Machen wir vielleicht mal die Nachtsicht an, dann sehen wir ein bisschen mehr. Hallo, hallo. Aushängungen eingefahren. Genau, mach das. Ich will das mal von außen sehen. Auch wenn es stockeduster ist, das macht aber nichts. Bisschen Licht haben wir ja wenigstens. Ist zwar nicht viel, aber... Bisschen. Na, sieht doch ganz gut aus. Ja, klasse. Das sieht doch mal aus, als wenn man da direkt richtig runtergekommen wäre, ne? Fantastisch. Jawohl. Supi. Okay, so. Also einmal auftanken. Einmal auffüllen. Und wie immer... Einmal aussteigen. Wir besuchen dich persönlich. Klare Sache. Ja, die große
da müssen wir ja ganz am Rand vorbeilaufen. Mal gespannt, ob du auch wieder hier so komische Platten hast wie beim letzten Mal. Wo ich fast hängen geblieben bin drin, als ich hier rausgelaufen bin. Oh Mann, sieht ähnlich chaotisch aus. Ich glaube, ich gehe gleich außen rum. Alter Schwede, was macht ihr bloß hier? Seid ihr denn nicht in der Lage, als Ingenieure mal einen anständigen Bahn hier zu bauen? Gibt's ja nicht sowas. Okay, hallo Lizzie. Gute Reise gehabt? Eigentlich auch egal. Na also, du bist mir vielleicht eine. Gute Reise gehabt, eigentlich auch egal. Warum fragst du denn dann erst, wenn's dir egal ist? Aber es ging so, also okayle. Ihre Bekanntschaft könnte dienlich sein. Ich bin Liz Ryder und biete Werferarbeiten an, die über das Übliche hinausgehen. Außerdem kann ich Ihren Rumpfschutz verbessern. Schauen Sie sich doch einfach meine Entwürfe an. Dann sparen wir uns überflüssige Worte. Ja, du bist mir vielleicht echt eine, du. Aber okay, ich denke mir auch, wir kommen gleich zur Sache, ne? Schau mal her. Okay. So, das kennen wir ja schon. Wir müssen jetzt erstmal was spenden hier, ne? 200 Landminen. Bitteschön. Alles klar, haben wir erledigt. Damit bist du also freigeschaltet. Wir würden gerne mal die Raketen verbessern. Das wäre genau das, was mir vorschwebt. Schwarmgeschoss. Genau. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt schalte ich mal kurz um hier auf mein Tool at Odyssey Materials Helper. Und zwar auf meine Wunschliste. Ich habe mir rausgesucht, so nennt er das hier, Raketenstabiler Berg. Die Masse wird bei diesem Waffenentwurf erhöht, um die Integrität des Moduls und das Panzerpiercing zu erhöhen und die Wärmeerzeugung zu verringern. Da unten könnt ihr gucken, was sozusagen modifiziert wird. Wärmebelastung wird weniger, das ist schon mal gut. Masse wird ein bisschen mehr, okay. Integrität steigert sich. Und ja, Panzerdurchdringung. Und genau dafür sind ja die Raketen eigentlich gedacht. So denke ich mir das jedenfalls. Nicht gegen Schilde, sondern gegen die Panzerung. Gegen die Schilde brauchen wir halt Strahlenwaffen. Aber wenn die dann runter sind, die Schilde, dann können die ordentlich was bewirken. Das ist die Idee. Das Ganze wollen wir natürlich von 1 bis 5 durchpimpen. Und dazu habe ich mir überlegt, das ist natürlich wahrscheinlich beim ersten Mal, wenn sie noch Grad 1 hat, so nicht zu machen. Aber im Gewöhnlichen sollte das so reichen. Bisher bin ich damit immer gut gefahren. Stufe 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jetzt kommen wir dann zum interessanten Teil, nämlich den experimentellen Effekten. Da dachte ich mir, wenn nicht, kann ich den ja einfach überschreiben, mach einen anderen drauf. Ich probiere es einfach mal. Ersten experimentellen Effekt, Munition ziehen. Das funktioniert übrigens nur bei Sucherraketen. Gibt ja auch die starren, aber diese Schwarmraketen hier sollen ja Sucherraketen sein, die man also einrasten kann. Experimentelle Munition, die den Motorabgasfluss am Ziel stören und verhindern, dass die Energieverteilung die Stromverteilung erhöht. Das heißt also, er wird daran gehindert, schnell abzuhauen. So interpretiere ich das jetzt mal. Gut, dazu brauche ich ein paar Materialien. Schauen wir uns an. Den anderen Effekt, den ich mal ausprobieren möchte, ist die Thermalkaskade. Ist auch eine experimentelle Munition, die bei der Detonation mit Schilden interagieren und signifikante Wärme am Ziel erzeugen kann. Das fände ich jetzt klasse, wenn ich den mal so richtig aufheizen könnte. Neben dem entsprechenden Durchschuss natürlich, wenn wir hier mal gucken, bei Stufe 5, wenn wir das erreichen sollten, dann hätten wir hier eine Wärmereduzierung um 30%. Gut, die Masse wird halt doppelt so viel, aber bei 4 Tonnen, was soll's, das sind es eben 8 Tonnen, egal. Integrität, richtig gut. Und Panzerdurchdringung, ja, ne, hat was. Damit könnte ich mir vorstellen, kann man ordentlich was anstellen. Dann müssen wir natürlich jetzt mal gucken hier, was wir davon jetzt brauchen. Robustes Gestell, Hochleistungsmagazin, Leichtgewichtgeschütz, Schnellfeuer. Ich glaube, das war hier das, ne? Das Robuste. Intaktheit, Panzerdurchbruch, thermische Ladung. Genau, die Dinge wollte ich haben. Dann machen wir mal. Hau rein, Baby. Gib ihm. Eine Stufe, ohne dass sie irgendwas gemacht hat, einmal durchlaufen lassen, ist schon die halbe Miete. Und davon haben wir ja nun reichlich von Nickel. Das ist ja ein Allerweltsmaterial. Dann machen wir weiter. Gut, das war jetzt nicht so. Der nächste bringt dann schon den gewünschten Effekt. Oh, das ist jetzt schon mal das dritte Mal. Das macht aber nichts, den lassen wir weiter durchlaufen.
Das machen wir. Immer schön weiter hier. Zack, genau. So, und jetzt gehen wir zurück, gehen wieder hier hin und machen das gleiche erstmal mit dem zweiten. Ebenfalls robust, generieren und steigern auf diese Weise erstmal weiter unseren Rang für den Ingenieur. Jetzt geht es schon etwas besser. So, und weil das so schön war, gleich Norma. Zack. So, jetzt können wir hier auch mit dem zweiten weitermachen. Da brauchen wir ebenfalls wieder Nickel und Schildemitter. Haben wir auch noch reichlich. Das machen wir. Generieren. Zack. Und zack. Und zack. Und immer schön weiter. Da brauchen wir natürlich wesentlich mehr davon, als ich es vorgesehen hatte. Aber das liegt daran, dass wir natürlich hier den Werfer bzw. den Grad des Ingenieurs erst noch hochpimpen müssen. Das macht aber nichts. Können wir natürlich auf diesem Wege erledigen, denn von den Materialien haben wir ja reichlich. Jetzt sind wir schon schneller, ne? Jetzt brauchen wir schon nur noch einen Durchlauf hier und mal gucken. Zack, Norma. Und Norma. Klappt. Dann können wir jetzt bei 3 weitermachen. Nächste. Gib ihm. Einmal. Ja, war nicht viel. Zweimal. Der war besser. Dreimal. Gut, das wären 3. Dann gehen wir wieder zurück und rufen uns ihn hier auf. Modifikation generieren. 1, 2, 3, jawohl, so hätte ich das gern. Dann können wir direkt weitermachen mit 4. Hier haben wir nicht ganz so viele, da müssen wir ein bisschen taktieren, denn wir sind noch nicht ganz da angelangt, wo wir wollen. Aber das wird schon gehen. Einmal. Zweimal. Jetzt haben wir ihn wenigstens auf 5. Dreimal. Und können bei 5 schon weitermachen. Das ist gut. Machen wir auch. 1, 2, 3, 4 und nochmal. Och, Mensch, ein bisschen mehr hätte ich dir eigentlich noch zugetraut, ne? Aber, okay, lassen wir erstmal. Kann ich ja dann nachher nochmal gucken, vielleicht reicht's ja noch. Jetzt hauen wir hier mal einen experimentellen Effekt drauf. Und zwar... Oh, wie hieß das jetzt wieder? Thermalkaskade, genau. Bei dieser wird bei der Explosion auf einem Schild eine enorme Hitzebelastung freigesetzt. Ja, das ist natürlich so eine Sache mit dem Schild. Was passiert aber, wenn kein Schild mehr da ist? Was ist denn das hier? Ableitung. Moment. Stört die Abgasableitung des Zielantriebs und verhindert damit vorübergehend die Schubkraftsteuerung über den Antriebsverteilerfunktion. Ja, das war das andere, ne? Was haben wir noch zur Verfügung? Aber ich hätte gern trotzdem einmal diese Thermalkaskade. Das ist echt ganz schön teuer hier, wenn ich das so sehe, was der da so braucht. Ui, ui, ui. Emission, was ist das? Bei Treffern mit Hilfe dieses Experiment-Upgrades wird das Ziel in energetische Partikel eingehüllt und damit seine Signatur deutlich... Nö, das brauchen wir nicht. Das hier war das, was wir hatten. Überladung. Bei dieser experimentellen Munition wird ein Teil der explosiven Schadenswirkung in thermische Energie umgewandelt. Wird's heiß. Hier kann er noch mehr Schaden machen und kann gleichzeitig noch schneller feuern. Ja, das wird's leichter. Haltbarkeit. Also ich nehme jetzt trotzdem mal einmal diese Wärmekaskade. Das machen wir. Und dann pinnen wir natürlich mal unbedingt hier dieses Ding hier an. Dann rufen wir nochmal den anderen auf hier. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Modifikation generieren. 1, 2, 3. Das reicht. Haben wir einen gespart. Können dafür mit der 5 gleich weitermachen. 1, 2, 3. Oh, 4. Der war doch gut. Der ist gut, den lassen wir. Hier kommt jetzt ein anderer experimenteller Effekt drauf. Das, was wir hatten, war die
Thermalkaskade. Und was wollte ich haben? Was war das noch gleich? Munition ziehen, genau. Wo ist das? War das das hier? Ableitungsmunition. Genau, stört die Abgaslösung, verhindert vorübergehend die schon. Genau, das war das. Ableitungsmunition. Genau. Dann mal da drauf, bitteschön. So, du bist fertig. Du hast 253, 202, Intaktheit. Ja, okay. Sieht gar nicht verkehrt aus. Können wir aber trotzdem noch mal kurz hier gucken. Dann können wir hier vielleicht noch einen draufsetzen. Komm. Na gut, das soll reichen. Okidoki. Dann mach's mal Judy, ne? Vielleicht sehen wir uns noch mal. Glaube ich allerdings nicht, aber könnte durchaus sein. Tschüss. Gut, bis dann. Naja, du bist eh sehr kurz angebunden, meine Gutste. Ja, meine Freunde, damit sind wir für diese Session wieder fertig. Jetzt begebe ich mich natürlich wieder zurück, fliege zu meinem Carrier und suche mir mal ein schönes Schiffchen aus, mit dem ich unsere beiden Raketenwerfer in Kombination natürlich mit was anderem irgendwie im Kampf mal testen kann. Dürft ihr euch dann schon drauf freuen? Beim nächsten Mal geht's dann also richtig zur Sache. Ja, in diesem Sinne, hat mir wieder Spaß gemacht, war schön. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch ganz besonders freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.